Hallo meine lieben Tomatenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich mich mit dem Thema Saatgut beschäftigen. Zuallererst zeige ich euch mal, wie ich die Samen und das Saatgut lagere. Zum anderen möchte ich euch zeigen, wo ich das Saatgut auch tausche und so eben meine Sortenvielfalt erhöhe. Zuallererst hauptsächlich lagere ich mein ganzes Saatgut hier in solchen Boxen hier, geordnet nach eben Art. Hier hinten haben wir zum Beispiel Tomaten, Paprika, Kürbis, Kohl und allerlei. Das hat sich bei mir einfach bewährt, weil die Boxen sind recht handlich, kann man überall mal gut mitnehmen. Ja. Mein selbst geerntetes und oder einfach übrig gebliebenes Saatgut, das lagere ich hier in solchen Plastiktüten. Ich möchte mal sehen, wie das so funktioniert. Ich mache das jetzt auch erst seit ein paar Wochen so, habe ich alles neu gekauft. Ich finde halt einfach, da sieht man direkt auf den ersten Blick, wie viel man vom Saatgut noch übrig hat oder ob man vielleicht noch was nachkaufen muss. Ich finde das schon ziemlich praktisch und vor allem kosten diese Plastiktüten nicht so viel. Das waren jetzt 500 Stück für 4 Euro ungefähr. In dieser Box hier habe ich dann noch geschlossenes oder kaum verwendetes Saatgut. Hier zum Beispiel die Tomate Pomodoro Costoluto habe ich schon mal fürs nächste Jahr gekauft. Oder Kohlrabi Superschmelz. Es wird auch in naher Zukunft wahrscheinlich auch einsortiert, aber so für mich geht es so. Aber hier sind noch Arten drin und Sorten, die sich einfach meiner Meinung nach gar nicht lohnt, deine eigene Tüte dafür aufzumachen. Deswegen lasse ich die einfach in der Packung drin, zum Beispiel Radieschen oder hier so Salat. Finde ich, lohnt sich jetzt erstmal nicht in extra so Plastikverpackungen rein zu tun, weil es einfach viel zu aufwendig wäre, meiner Meinung nach. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Videos, nämlich dem Saatgut tauschen. Zuallererst möchte ich euch mal dazu anspornen, auf lokale Saatgutmärkte und Saatgutbörsen zu gehen, weil sich da häufig mal was Seltenes finden lässt. Die andere Alternative stelle ich euch gleich vor, das ist nämlich eine Website, auf der ihr mit anderen euer Saatgut tauschen könnt. Wir sind jetzt hier auf der Seite saatguttauschen.de. Hier könnt ihr mit vielen anderen Nutzern Saatgut tauschen und so eure Artenvielfalt erhöhen. Unter anderem auch mit mir. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Natürlich werde ich diese Seite auch in der Infobox verlinken. So, hier sind wir jetzt auf meinem Profil, das ich natürlich auch in der Infobox verlinken werde. Jetzt möchte ich euch noch kurz erklären, wie das mit dem Tauschen überhaupt funktioniert. Also eigentlich klickt ihr einfach nur auf ein Tauschangebot drauf, das euch interessiert, und könnt dann den Anbieter ganz einfach anschreiben. Und normalerweise, wenn ihr euch dann geeinigt habt, wird es dann einfach per Briefkuvert zugeschickt. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr vielleicht sogar selbst dort ein Tauschangebot reinstellt und somit auch zur Artenvielfalt beitragt. So, das war's schon wieder mit dem Video heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder sogar einen Kommentar da. Ciao und bis zum nächsten Mal.